Hallo und herzlich willkommen zurück zu Frostpunk. Ich bin Mr. Katafir, let's play das Kaninchen. Und auf Messers Schneide steht kurz vor der Konfrontation noch zwei Tage, die wir noch warten müssen, bis die Meldung von Neu-London kommt, was sie nun genau tun. Und wir haben uns dafür entschieden, erst einmal das Schiffswracklager fertig auszubauen, um hier einfach die komplette Unterstützung dann auch gesichert zu bekommen, denn wenn ich die Kindermine ausbaue, so nötig das vielleicht auch sein mag, also wirklich so nötig das vielleicht auch sein mag, für die Mine selbst, aber es kommt dann ja der große Kostenfaktor der Handelsroute auf, die wir aufbauen müssen, was 225 Stahl sind, was eine ganze Menge ist, und wenn ich das angucke, sind das hier 225 Stahl. Das heißt, wir werden jetzt erstmal die sicheren Quartiere bauen. Dann ist die Sache, dass wir noch 75 Stahl brauchen. Wenn wir die haben, werde ich komplett auf Dampfkerne gehen und einfach nur erstmal die drei Dampfkerne hier bauen. Das ist so der Plan. Nahrung ist natürlich gerade noch ein wenig tricky. Oh, noch eine Meldung von Hot Springs. Ihre Maschinen sind furchterregend und gehören nicht in unsere Siedlung. Aber die sie bereits hier sind, sind wir dankbar, sie benutzen zu können. Anfangs waren ihre Leute ein wenig schroff, da wir so viele Fragen hatten und die Antworten nicht gleich verstanden haben. Aber nach einer Weile haben wir es kapiert. Dank ihrer Hilfe gibt es im Moment nichts mehr zu verbessern. Das Wissen darum, dass wir die Maschinen nun bedienen können, auch wenn sie eines Tages entscheiden sollten, Hot Springs zu verlassen, ist tröstlich. Genau! Und deswegen würde es halt gar keinen Sinn machen, diese Abhängigkeit zu erzeugen. Das macht einfach gar keinen Sinn. Ah, die Siedlung ist voll ausgebaut. Ah. Okay. Das ist natürlich, das heißt, das müssen wir jetzt auch noch irgendwie hinkriegen mit dem Lager der Sträflinge. Das ist natürlich, ja. Ich könnte natürlich hier einfach nochmal Holz. Wir kriegen ja nochmal Holz. Pass auf, wir machen nochmal hier Verbesserung. Denn wir brauchen ja eh nochmal die Verbesserung. Spätestens, wenn es darum geht, erhöhte Menge, wenn es darum geht, die Dampfkerne zu produzieren. Denn da kommt einiges an Dampfkernen, die wir brauchen. Drei Stück, wenn ich mich nicht ganz täusche. So, damit haben wir das. Jetzt können wir umstellen auf Dampfkerne und damit haben wir hier genügend Stahl. Müssen jetzt nur noch warten, bis die drei Dampfkerne da sind. Das wird eine Weile dauern. Wir schicken auf jeden Fall erstmal das fürs Krankenhaus schon mal los. Dann sind die Arbeitsbedingungen dort besser. Gerade, also alle drei. Weil bei den Pflanzen ist, glaube ich, dadurch, dass sie ihre heißen Quellen haben, ist das ja nicht ganz so belastend für die. Aber naja, 0,3 pro Stunde. Geil. Das heißt, in 10 Stunden haben wir unsere drei. Das heißt, wir dürften heute unsere drei Dampfkerne zusammenkriegen, die wir brauchen. Cool. Auf. Ich war zu dumm. Ich kann nicht rechnen. Ah, ich bin zu blöd zum Rechnen. Ah, ich frage mich schon, wie oft das jetzt in den Kommentaren schon wieder stand. So, oh, Katafi, du solltest aber schon bedenken, dass. Ja, du hast recht. Da gibt's nochmal Holz. Zwei Stück. Sehr gut, haben wir ganz viel Holz. Gibt es denn irgendwas, was wir nur für Holz hier machen können? Oh, wieder eine Nachricht. Eine unangenehme Wahrheit. Sir, einem Bericht unserer Gruppe in Hot Springs zufolge sind höchstwahrscheinlich wir für die Katastrophe verantwortlich. Dies haben sie während der Reparaturarbeiten an den Schäden des Geysirausbruchs herausgefunden. Anscheinend haben wir den Fluss des Grundwassers gestört, als wir die Pumpen repariert haben. Einige Einwohner vermuten schon, dass der Ausbruch die Strafe dafür sei, dass Technologie nach Hot Springs gebracht wurde. Was sollen wir tun? Dem wankelmütigen Geysir die Schuld geben, die Wahrheit sagen und sich entschuldigen. Hot Springs Gunst wird sie erheblich verschlechtern. Ja, natürlich die Wahrheit sagen. Natürlich! Also, wenn wir den Schäden, die Schäden dort angerichtet haben, müssen wir da auch wieder dafür sorgen, dass das nicht weiter passiert. Natürlich sagen wir die Wahrheit. Und dann sinkt die Gunst halt. Die Gunst heißt doch nur, dass wir einfach nichts anfordern können, wenn ich mich recht entsinne, oder? Ich glaube, dass das einfach nur beeinflusst, dass wir nichts beanfordern können. Aber dann können wir halt nichts anfordern. Die Gunst... Warte mal, da stand... Warte mal. Wie war das denn mit der Gunst? Hier. Du bist mit einer Siedlung in Kontakt getreten. Falls du sie fragst, können sie dir auf verschiedene Arten und Weisen helfen. Vergiss aber nicht, viele und große Aussagen. Es wird als Gunst angezeigt. Je höher sie ist, desto mehr und größere Bitten können sie erfüllen. Je angenommene Bitte vermindert sich ihre Gunst. Wenn die Gunst zu niedrig ist, musst du warten. Neu-Londons Gunst wird sich mit der Zeit steigern. Ja gut, das ist jetzt nur auf Neu-London bezogen, aber ich glaube, dass das da nicht anders sein wird, oder?
Diese Lady musste Materialien sammeln. Ah, guck mal, freundlich und ergeben. Man wird dich bitten, viele Entscheidungen zu treffen, die Einfluss auf die anderen Siedlungen haben. Je nachdem, wie du dich entscheidest, wird sich deine Beziehung verändern. Entscheidungen, die mit den Zielen und Prinzipien übereinstimmen, das hätten wir vielleicht von Anfang an lesen sollen. Falls du jedoch deine eigenen Weltsicht überstülpst, werden sie misstrauisch. Denke daran, dass dir beide Möglichkeiten offenstehen. Es kommt darauf an, was du erreichen möchtest. Okay. Naja, egal. Wir haben ganz schön viel Holz. Jetzt könnte man natürlich überlegen, ob man mit dem Holz... mit Holz können wir gerade nichts Großes tun. Können wir jetzt gerade keine großen Sprünge machen. Wir brauchen entweder... Nahrung haben wir eigentlich gerade auch mehr als genug. Wir brauchen jetzt hier Stahl und Dampfkerne. Haben wir immer noch keinen Dampfkern bekommen, obwohl wir 0,2 pro Stunde bekommen sollten? 0,1 pro Stunde, na toll. Gibt es da noch Forschung, die wir nur mit Holz machen könnten? Die uns auch was bringt? Das würde Stahl kosten. Kostet auch Stahl. Kostet auch Stahl. Kostet auch Stahl. Auch Stahl. Stahl, Stahl. Stahl. Ja, das brauchen wir eigentlich alles nicht. Nee, 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 nee. Gott. Ein Dampfkern, yay! So, dann machen wir morgen erstmal zuerst den Dampfkern, dass wir auf jeden Fall den... Oh Gott, das wird so knapp. Noch das Dampfwerk, Dampfsägewerk losschicken können. In der Hoffnung, dass wir das noch rechtzeitig hinbekommen. Und... Holz brauchen wir gerade echt nicht. Hier brauchen wir Stahl wieder. Stahl, 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 Stahl und Holz. Ja, jetzt erstmal ist wichtig, dass wir das... Das ist erstmal wichtig. Dann müssen wir jetzt erstmal warten, dass wir die Rohstoffe... Ja. Die Rohstoffe dafür investieren. Und dann schauen wir weiter, was wir noch vielleicht noch hinkriegen bei der Kohlemine. Aber... Erst einmal ist die... Gehen wir Stück für Stück vor. Gleich haben wir die... So, dann können wir jetzt... Halt! Jetzt mal ganz kurz gucken, brauchen wir hier... Wir brauchen ein bisschen Stahl... Oh, ich stelle erstmal wieder hier drauf, so. Dass wir noch den dritten Dampfkern bekommen. Dann machen wir das Dampfsägewerk. So, das haben wir jetzt hier. Dann ist das prinzipiell vollständig aufgewertet. Und wir gucken jetzt, dass wir die restlichen Ressourcen hier noch so weit reinstecken, wie geht. In das Lager der Kinder. Wie lange braucht ihr? 11 Stunden. Uiuiui, jetzt kommen ja noch Entscheidungen, die gefällt werden müssen. Mann, 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 Mann. Oh. Wunderliche Saboteur. Ihre Wachleute haben einen alten Mann gefasst, der versucht hat, die Dampfleitung zu verstopfen. Sein Motiv kennen wir nicht. Der hat sich jedoch in letzter Zeit seltsam benommen. Vielleicht ist er also verrückt, aber wir können die Beteiligung Neu-Londons nicht ausschließen. Nichtsdestotrotz bitten wir sie, im Namen von Frieden und Harmonie zwischen unseren Völkern, ihm zu verzeihen. Wenn Neu-London das möchte, es ist ihre Entscheidung. Wenn sie möchten, dass ihm verziehen wird, dann lassen wir ihn gehen. Und unsere Unzufriedenheit ist echt null Probleme gerade. Wir haben null Probleme mit Unzufriedenheit. Und Nahrung läuft auch gerade ganz okay, sodass wir dort auch nicht so nötig haben, die Unterstützung, kein Risiko einzugehen. So, es könnte natürlich sein, dass er es wieder versucht, dann funktioniert es, aber dann ist das halt so. Dann das kriegen wir schon hin. Oh, was ist hier? Die neue Londoner kommen. Jetzt schon? Okay, Sir, viele Menschen aus Neu-London sind zu uns unterwegs. Wir wissen nicht, was sie wollen, aber es ist anzunehmen, dass es sich um die Vorwahl einer Strafexpedition handelt. Die Stunde der Wahrheit schlägt. Dies wird unsere Entschlossenheit auf die Probe stellen. Wir haben gar keine Waffen! Ich habe gar keine... Kann ich irgendwas bauen? Kann ich irgendwelche...
Gibt es irgendeine Forschung, die ich noch mal, die ich übersehen habe? Heizung, Erkundung und Industrie, optimierte Prothesen. Okay, dann müssen wir jetzt einfach abwarten und hoffen, dass dort... Ich hätte nicht damit gerechnet, dass sie jetzt schon kommen, weil es steht doch 21 Stunden. Kacke. Wir haben noch nicht die... Das hier noch nicht mal fertig. Das ist... Die sind schneller hier, als diese Entscheidung kommt. Nicht gut, nicht gut. Ich hatte gehofft, dass wir das noch vorher kriegen. Vielleicht ist das nur erstmal die erste... Die erste Vorhut, die wir jetzt sozusagen zurückschlagen müssen und dann entscheiden wir, kriegen wir vielleicht Unterstützung oder müssen wir Unterstützung von den anderen holen für den nächsten, für den großen Angriff oder irgendwie sowas. Oder für einen Gegenangriff? Ich weiß nicht, ob sowas auch geben wird. Gucken wir mal. Wir haben auf jeden Fall fast... Warte mal, welcher ist das hier? Dampfsägewerk. Noch eine Stunde. Das kommt auf jeden Fall vorher an. Vielleicht haben wir Glück und wir haben... Wir kriegen die den Ausbau nicht fertig, weil da muss noch eine Entscheidung getroffen werden, garantiert wieder. Wie bei dem Hot Springs mit dem Technologie erklären. Das wird da auch noch kommen. Da kommt aber nochmal Nahrung, 70, sehr gut. Die Lieferung im Schiffswrack ist erreicht, damit ist das soweit voll. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Hier ist die Lieferung mit Holz, die ankommt. Oh, sehr gut. Schnell. Schiffswrack. Das Feuer hat viele Gebäude schwer beschädigt. Wir sind uns jetzt sicher, dass es Brandstiftung war. Wir wissen nicht, wer es getan hat oder warum, aber wir werden es herausfinden und uns um sie kümmern. Solchen Anflug hilft niemand und wir werden es nicht noch einmal zulassen. Wir müssen sie um Rohstoffe bitten, um den Schaden zu reparieren. Hat es gebrannt? Gut zu wissen. Mit ordentlicher Planung und Ingenieurswesen können wir viel mehr ausrichten, aber das würde viel Zeit und Rohstoffe kosten, worum wir sie nicht bitten können. Wir helfen euch beim Wiederaufbau, wir werden richtige Wachen aufstellen. Wir helfen euch beim Aufbau. Okay, wir haben nochmal eine Entscheidung da. Eine Option, die wir... Ach du Schande. Wir brauchen Dampfkerne und Stahl. Da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass da nochmal eine Entscheidung kommt in diese Richtung. Okay. Wie viele Dampfkerne waren das? Zwei? Zwei Dampfkerne und 100 Stahl. Holla, die war viel. Diese armen Menschen? Sie hungern? Wir müssen ihnen helfen? Schwierigkeiten in London. Dies ist keine Strafexpedition. Das sind einfache Leute. Ihre Delegierten sind hier und bitten um Hilfe. Wir sind... vor dem Hunger und Chaos in der London geflüchtet. Dort bricht alles zusammen. Gesundheitswesen, Kohlevorrat, sogar der Generator. Die Administration streitet nun darüber, was zu tun ist. Es werden keine Entscheidungen getroffen. Helfen Sie uns bitte. Sie sind unsere einzige Hoffnung. Einige unserer Leute, die ihre Freunde und Verwandten unter den Flüchtlingen erkennen, umarmen Sie und nehmen Sie mit nach Hause. Natürlich nehmen wir Sie auf. What? Gut, dass wir Häuser abgerissen haben. Warte mal, also, wir müssen... Wie viele Häuser? Zwei Häuser müssen wir bauen. Und wir haben 18 Kranke. Starten wir sofort mal wieder hier die ganzen... Gesundheits... Das gesamte Gesundheitswesen. Zum Glück haben wir die noch. Das heißt... Oh, die können gar kein Militär schicken, oder was? Außenposten 11. Wir haben erfahren, dass einige Bewohner unserer Stadt zu ihnen vorgedrungen sind. Was sie ihnen erzählen, ist größtenteils wahr. Wir haben einige Nutzpflanzen verloren, durchlebten Nahrungsknappheit, haben Sägemehl verwendet, um den Mangel an Arbeitskräften... Dann der Mangel an Arbeitskräften, schließlich eine Generatorfunktion und die Dinge gerieten außer Kontrolle. Um eine Panik zu vermeiden, haben wir das Ausmaß der Krise vertuscht, deshalb haben wir ihnen nichts gesagt. Wir brauchen dringend Rohstoffe und Einwohner. Unser Verhältnis war in letzter Zeit nicht gut, aber bitte, können Sie uns helfen? Neu-London darf nicht untergehen.
Interesting. Wir haben jetzt 11 Stunden, um uns mit den anderen zu beratschlagen, was wir jetzt tun. Okay. Nur London geht unter und wir haben nicht viel Zeit, um eine Entscheidung zu treffen. Bevor wir das tun, können wir uns mit den anderen Siedlungen beratschlagen. Und wir sollten auf unsere Einwohner hören. Was wir jetzt machen, wird die Zukunft verändern. Nicht nur für uns, sondern für alle Bewohner des Frostlands. Okay. Ich glaube, das ist etwas, was wir in der nächsten Folge machen können. Auch wenn die Folge ein bisschen kürzer geht, aber ich glaube, das ist etwas, was jetzt größere Planung erfordert. Wir müssen uns mit den anderen austauschen und entscheiden, ob wir ihnen helfen, wie wir ihnen helfen. Und das wird, glaube ich, länger dauern. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mich würde interessieren, schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr euch entscheiden würdet, ob wir ihnen helfen, ob wir ihnen nicht helfen, was ihr glaubt, was wir an Hilfestellung machen müssen. Ich meine, wenn der Generator beschädigt ist, ist das ja eigentlich... Oh Gott, es wird die nächsten Tage wieder kalt, wie ich sehe. Oh Gott, richtig tolle. Wieder 60, 70 Grad unter Null. Ja. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Kaninchen. Tschüss. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Aboninchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke.